Verwendung von Satzzeichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe von Videos, die die DIN 5008 behandeln. Ja, wir sehen hier einen Satz, das ist der Kuchen, Punkt, und dann Leerzeichen, der schmeckt lecker. Also das bedeutet, nach einem Wort wird das Satzzeichen direkt angehängt und danach, ich schalte die Absatzmarken ein, danach folgt ein Leerzeichen. Das ist nicht nur beim Punkt so, das ist auch bei allen anderen Satzzeichen so. Immer ans Wort anhängen, Leerzeichen und dann der Neubeginn.